Hallo Leute, ha. Scheinbar gute Nachricht. Wir bauen die letzte, die vierte Kanone zusammen. Zusammen. Also, pack noch mal schnell aus. Ja, so sieht das aus jetzt gerade. Ich glaube, hier können wir uns mal ein bisschen Zeit lassen, weil heute dürfte ja nichts anbrennen bei der letzten Kanone. Ursprung des Teiljägers, schönes Skizzen. Es gab sogar ein V-Wing oder ein V-Wing. Weiß doch so, oder? Ihr Denglisch-Fans. Schnelligkeit und Wendigkeit geht auf Kosten eines zuverlässigen Lebenserhaltungssystems. Das kann auch beim Motorrad passieren. Je schneller, desto tödlicher, wenn man, ja, man kann es zwar drauf haben, aber manchmal kommt da was dazwischen. Wenn es nasses Laub ist oder ein rutschiger Gullideckel, ne? Das ist es, Kumpel, das ist Tempo, echt. Naja, hast auch viel Platz im Raum. So, ETA 2, Abfangjäger. Wo? Ich sehe nur dunkel. Die Bulle da oben, weiß ich jetzt nicht. Und dann sind wir schon bei den Bauschritten. Oh, und hier haben wir noch einen Lasergenerator. Laserkanone, Flügelspitze, ein Generator. Pro Kanone, ein Generator. Aha. Na, das stimmt mich zuversichtlich, denn wenn mal einer ausfällt, dann haben wir ja noch drei. Beziehungsweise drei Kanonen zum Ballern. So, die Abdeckung, die ganzen Bauteile, wir sehen soweit da, wie ich das sehe. Müsst ihr ja auch schon langsam kennen, die Teile. Jetzt gucken wir mal, ob das noch alles gut geht. Und mit uns der letzten Kanone des X-Wings. Yippie. Mit extra. Warum das extra? Weil es wahrscheinlich lackiert ist, das Teil. Obwohl, da ist auch ein bisschen Sprühnebel drauf. Egal. Wir kennen es ja. Die Röhrchen. Wahrscheinlich genau dieselbe Farbe wie die dritte Kanone. Na ja, gut, macht ja nichts. Satz mit X, macht ja nichts. So. Wir schnappen uns den Plastikverbinder. Wir drücken drauf. Höp. Habe ich das falsche Ende erwischt? Das war doch nie relevant. So. Und dann das Stück dazu. Freunde. Ja. Ha. Das ist aber diesmal ein bisschen heftiger. Da geht sogar Plastik ab. Wir werden aber nicht draus gelernt haben. Und das Ding wackelt auch nicht mehr so. Müssen wir vielleicht ein paar Plastikrückstände wegschubbeln. Also so wie das hält, ist es besser. Man braucht jetzt so mehr Kraft. Und hier ein bisschen Plastik abgegangen vom Verbinder. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich muss diesmal nicht kleben. In dem Sinne eine Verbesserung. So, dann kleben wir noch das kleine Plastikteil hier auf. Wo wir immer nicht wissen, wie rum. So, und zwar. Es verjüngt sich nach vorn, dann machen wir das dann so drauf. Das haben wir auch nie geklebt. Das musste nie sein. So. Wir sind durch. Ist es möglich? Außer wir machen noch das Ding da drauf. Das muss noch sein. So. Zack.
Pam. Das war's. Echt. Habe ich das so in Erinnerung? Dann haben wir hinten noch Teile. Puh, auch mit Lichtleiter und Gedöns. Ne. Das mache ich heute nicht mehr. Da mache ich lieber heute noch was anderes. Schade. War kurz und schmerzvoll. Aber ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Die wird wieder länger. In dem Sinne, vielleicht schaut ihr bei meinen anderen Projekten wieder rein. Gucken, was ich noch da habe. Boah, kommt ein bisschen überraschend. Aber auch so solche Folgen gibt es. Ne? In dem Sinne, ciao, tschüss, euer Mentor. Schaut mal wieder rein. Vielleicht könnt ihr auch noch den Daumen heben. Ne? In dem Sinne. Würde mich freuen. Bis demnächst. Ciao, tschüss, euer Mentor. Bye. Leaders on route.